So, wir sind heute in Heppenheim, Fußgängerzone. Und das ist eine, Wahrzeichen von der Führer von einer, größeren Familie, Ton und Praxis. Und das hier bezeichnet eine Postdame. Also die Postdame, die werden mit dem Pferd gefahren. Und das ist hier die Bezeichnung, ich kann das vorlesen, 1976 bis 1977 dieser Postbrunnen Windmühle erinnert an die Touren und Posthanterei. Und kann ich nicht lesen, in Heppenheim. Und die seit 1594 im Neckhausen bis wann, weiß nicht, kann man schlecht lesen, das ist wahrscheinlich Urantedeutsch. In Heppenheim. Die Poststation war Mitte und Knotenpunkt von was? Zwischen den Regierungen sitzen Regierungssitzen Darmstadt und hat sich Heidenberg an der wichtigen Reiseroute Bergstraße 1846 Johann Wolfgang Goethe. Oh, das ist vom sogar Wohnheim von Goethe. Markt in Heppenheim. Am 25. August 1797 rast, also Goethe war hier auf der Reise, die Schweiz und unterhält sich mit Wolfgang dem Post Liste alle Arcturius Antage. Okay, sicher, ich habe das verstanden. Und man sieht das auch hier, dass die Post, man sieht auch hier, dass alles gut ist. Kann man rumlaufen. Sehen wir einmal rum, dann sehen wir vielleicht doch besser. Da ist doch was. Von dieser Seite, da ist von dieser Seite hier. Schön, oder? Ist das nicht schön? Kein Trinkwasser. Wunderbar. Okay, tschüss.